Ja, einen wunderschönen Samstagvormittag zwischen der Trübsal des Winterblues. Trübes, dunkles Wetter, Schnee, Regen, miese Stimmung und dem eruptiven Energiegewinn durch körperliche Aktivität. Da liegt nur ein ganz schmaler Grad und den können wir täglich ganz einfach überwinden. Jetzt gerade, ihr guckt hier drauf, auf das Handy, auf das Tablet, auf den Computer und ihr müsst einfach nur jetzt aufstehen und schon habt ihr die Chance, diese Energie für den heutigen Tag zu gewinnen. Das machen wir natürlich. Komm, los geht's. Wir laufen auf der Stelle, nehmen die Wirbelsäule selbstverständlich mit. Die haben wir natürlich immer dabei. Und bei allen Dingen, die wir für uns und unseren Körper, unsere intellektuelle, geistige und körperliche Dinge tun, werden wir immer eins parallel mitnehmen, nämlich immer unseren Humor mitnehmen und alle anderen drei wesentlichen Dinge für lebenslange Schmerzfreiheit kennen wir schon. Das ist Liebe, Respekt und tägliches Training. Und jetzt ist wieder Zeit fürs tägliche Training. Wir laufen auf der Stelle, nehmen die Knie hoch, setzen die Zehenspitzen auf, rollen über die Fußsohle bis zu den Fersen ab. So einfach ist das. Schon haben wir diesen kleinen, schmalen Grat überwunden von Trübsal zur eruptiven Energiegewinnung durch sportliche Aktivität. Macht es einfach. Steht auf, nehmt alles mit, was in der Nähe ist. Partner, Kinder, ruft Oma und Opa an, komm, überwinde deine Trübsal, geh raus aus dem Winterblues und tu es einfach. Und schon haben wir die Fußgelenke wieder durchblutet, schon sind die Knie aktiv, weich und geschmeidig geworden. Jegliche Arthrose schwemmen wir durch körperliche Aktivität einfach so heraus und dann können wir uns schon auf das nächste konzentrieren. Nämlich auch eine schöne, einfache, lockere Bewegung für unseren Oberkörper. Wir fangen diesmal mit den Flügeln an. Schön die Flügel strecken. Brauchen wir was ganz Altes, Klassisches. Ich erinnere mich vielleicht aus meiner ersten Sportstunde als Schüler, als Teilnehmer. Ich meine, meine Grundschullehrerin begann die erste Sportstunde meines Lebens mit dieser kleinen, einfachen Übung. Die ist aber nach wie vor immer noch schön. Und zwar kreisen wir mit unseren gestreckten, ausgebreiteten, flügelartig ausgebreiteten Armen vorwärts. Einfach so schön vorwärts kreisen. Klasse. Halten das einfach so. Und jetzt kreisen wir mal rückwärts. Kleine, schöne Kreise drehen. Und jetzt kreisen wir mal wieder vorwärts. Unsere Aufmerksamkeit ist natürlich auch permanent auf unseren Atem gelenkt. Ja? Bleibt locker, entspannt, atmet einfach weiter. Dabei ist mir die Atemrichtung fast egal. Hauptsache erst fließen. Ein und langsam wieder ausatmen oder aus und wieder einatmen. Noch 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1. Schulter fallen lassen, ausschütteln. Richtig kräftig ausschütteln. Kräftig, kräftig, kräftig ausschütteln. Wilde Bewegung, wie wir es schon kennen und oft und täglich üben. Etwas, das wirklich mit ins tägliche Übungsprogramm gehört. Wohlig, warm, intensive Wärme entstehen lassen durch Eigenbewegung im Bereich der Hals-, Schulter- und Nackenmuskulatur. Perfekt. Wir wollen die Rotation direkt üben. Dabei möchte ich, dass wir beide Arme so anwinkeln, gleichzeitig einmal Schulter da schön gekräftigt. Jetzt wird unsere Aufmerksamkeit wieder auf die Körperspannung rund um, um die Lendenwirbelsäule gelenkt. Das heißt Bauch einziehen, Pobacken zusammenkneifen, Beckenbodenmuskulatur ansagen. Dieses Muskelkorsett hält meine Wirbelsäule fest, obwohl ich die gleichzeitig gut bewegen kann. Dann rotieren wir nach rechts und dann rotieren wir wieder nach links. Und das im fließenden, gleichmäßigen Wechsel. So geht es weiter. Komm, und nochmal. Und nach links. Und nochmal nach rechts. Und nochmal nach links. Und nochmal nach rechts. Komm jetzt, komm. Körperspannung halten. Weitermachen. Und drehen. Rotieren nach links. Und wir rotieren nach rechts. Der Bauch ist angespannt. Die Pobacken zusammengeklebt. Die Beckenbodenmuskulatur saugt sich nach oben in den Rumpf hinein. Und das kann ich schön festhalten mittlerweile. Selbstverständlich ist die Atmung flüssig und gleichmäßig. Und dann bewegen wir uns nach rechts. Und dann bewegen wir uns nach links. Und dann bewegen wir uns nach rechts.
Und wieder nach links. Wir haben jetzt schön Rhythmus gefunden, ein Flow. Wir haben den Flow in der Bewegung. Das heißt, es läuft einfach so prima weiter. Und nach rechts. Und wieder nach links. Und wieder nach rechts. Und wieder nach links. Und ab jetzt noch viermal. 4, 3, 2, 2 und 1. Die beiden Arme wieder in die Mitte fallen lassen und hängen lassen. Und wir schütteln uns nochmal richtig aus. Während wir uns ausschütteln, dürfen wir schon wieder die Gedanken mal auf unsere Füße richten. Dabei bitte ich euch, die Zehenspitzen anzuheben, auf die Fußgelenke, auf die Fersen aufzusetzen. Die Knie sind weich und geschmeidig. Und auch immer ein bisschen gebeugt oder geknickt, würde man vielleicht sagen. Ja, nie gestreckt. Ich mache es auch gar nicht falsch vor. Sondern wir bleiben einfach so in dieser kleinen Bewegung. Gleichzeitig den rechten Arm strecken. Trotzdem Fersen dann beibehalten. Ja. Und dann nach oben greifen und wieder runterkommen. Okay, nochmal kommen. 10, 9, ja, richtig. Komm. 8, so muss es sein. 7, 6, 5, klasse, komm jetzt. 4, jawohl, weiter geht's. 3, jawohl, weiter geht's. 2, 2, 2, 1, fallen lassen. Weiter im Fersengang bleiben. Ja, komm. Wir sind gerade schön im Flow, die Seite wechseln. Auch hier nochmal. Den linken gestreckten Arm Richtung Decke streckend bewegen. Dabei mit der linken Rumpf mal rauf und runter bewegen. So rauf und wieder runter. Genau. Hoch und ab. Hoch und ab. Komm jetzt. Hoch und ab. Hoch und ab. Und nochmal. 10. Komm. 9. Klasse. 8. 7. 6. 5, ja, 4, 3, 2, 2 und 2 und 2, komm jetzt und 2, ja, komm und 2, 2 und 1, alles wieder fallen lassen und dann dürfen wir selbstverständlich wieder abrollend aufsetzen. Da ist mir noch gerade der Schuh im Blatt aufgegangen. Das kann ich noch gerade so aushalten. Ihr bewegt euch so weiter, langsam, gleichmäßig, flüssig, Füße, Knie und Hüfte, bleibt in Bewegung. Ich mache mal ganz schnell meinen rechten Schuh zu. So, und dann geht ihr noch, bis ich 3 gezählt habe. 1, 2, 3, sehr, sehr schön. Dann bitte auf das linke Bein stellen, leicht gebeugt stehen, das rechte so strecken. Im Profil sieht das so aus. Gut, wir wiederholen folgenden Bewegungsablauf. Links, rechts, in die Mitte, vor, zurück. Wir versuchen das ins Gleichgewicht zu bringen. Bauchpo ist angespannt und dann geht's los. Links, rechts, in die Mitte, vor und zurück. Klasse. Links, rechts, in die Mitte, vor und zurück. Und links, rechts, in die Mitte, vor und zurück. Klasse. Links, rechts, in die Mitte, vor und zurück. Und nochmal, komm und links, rechts, in die Mitte, vor und zurück. Absetzen. Pause, das Standbein vor allen Dingen schreit danach, ausgeschüttelt zu werden. Wir machen dann auch richtig fest ausschütteln. Ich wechsle die Seite. Mein rechtes Bein steht leicht gebeugt. Ich habe alle Muskeln ordentlich festgemacht. Das linke ist hier etwas weiter nach vorne und dann geht es auch hier diesmal rechts, links in die Mitte, vor und zurück. Klasse. Rechts, links in die Mitte, vor und zurück. Wow! Rechts, links in die Mitte, vor und zurück. Und zurück. Und rechts, links in die Mitte, vor und zurück. Und nochmal. Rechts, links in die Mitte, vor und zurück. Und nochmal. Rechts, links in die Mitte, vor und zurück. Und nochmal, komm. Rechts, links in die Mitte, vor und zurück. Und nochmal, komm. Rechts, links in die Mitte, vor und zurück. Jawohl, und komm. Rechts, links in die Mitte, vor und zurück. Und nochmal, komm. Rechts, links in die Mitte, vor und zurück, absetzen, alles schön ausschütteln. Selbstverständlich atmen wir durch und dann nochmal in den Rhythmus kommen, in den G-Rhythmus kommen. Abrollen, gehen, das ist klar. Wenn ich auf der Stelle gehe, ist der intelligenteste Gang und selbstverständlich das rückwärts abrollen, ja. Ja, so arrogant wollte es gar nicht klingen, aber es geht eigentlich fast kaum anders. So, jetzt wollen wir selbstverständlich natürlich die Körperspannung aufbauen. Bauch, Po, Beckenboden zusammenhalten. Richtig feste, gleichmäßig weitergehen. Atmen im Brustkorb. Schön atmen im Brustkorb. Und dann machen wir einen kleinen Durchgang für unseren Oberkörper parallel mit. Viermal die Schulterdächer hochheben. Komm und 1, 2, 3.
3, 4, beide Arme nach vorne strecken, dreimal zurück, 1, 2, 3, beide Arme finden lassen und 4 mal 1, 2, rotieren mit Armbewegung vor und zurück und dann kommen wir zurück wieder in die Flügelstellung. Los geht's, komm, 1, komm, 2, 3, 4, vor, 1, 2, 3 und ab, 1, 2, 3, 4, Weltklasse, nochmal los geht's, komm, 1, 2, 3, 4 und vor. 1, 2, 3 und ab. 1, 2, 3, 4. Sensationell, nochmal strecken. Komm, komm, komm. 1, komm, Schulter. 2, 3, 4 und vor. Brustkorb zurück. 1, 2, 3. Anhängen lassen und rotieren. 1, 2, 3, 4. Klasse, ab in die Flügel. 1, 2, 3, 4 und anstrecken. 1, 2, 3, fallen lassen. 1, 2, 3, 4. Letzter Durchgang, anstrecken. 1, 2, 3, 4 und vor. 1, 2, 2, 2, 2, 2 und 3. Und letztmalig Rotation nach rechts und links. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 3 und 4, alles fallen lassen, durchatmen, ganz entspannt sein und wir freuen uns schon auf den nächsten kleinen Abschnitt unseres Trainings, nämlich den Übungen auf unseren Matten. Ihr legt euch bitte auf eure